meine lieben Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft heute auf meinem Kanal mit mir und so fort. Das ist keine normale Folge, wie ihr am Titel schon erkennt. Es ist so, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was für ein Projekt ich machen kann. Und ich habe es jetzt gefunden, was wir machen können. Ich habe mir gedacht, wieso eigentlich nicht? Wieso machen wir eigentlich nicht mal ein Projekt mit meiner Community? Das habe ich mir ausgedacht, weil ich einfach gedacht habe, komm, machen wir doch einfach mal mit der Community ein Modded Let's Play. Fangen wir einfach mal an. Ich mache euch jetzt ein Tutorial und blende euch jetzt mal die IP von dem Server an. Ihr müsst mir aber euren Minecraft-Namen unten in die Kommentare reinschreiben, falls ihr mitmachen wollt. Also, weil sonst, ich weiß nicht, wer dann ist. So, wir gehen jetzt hin und zeigen erstmal die IP. Die IP, die seht ihr jetzt hier oben eingeblendet. Ihr könnt auch jetzt mal kurz das Video pausieren, falls ihr die IP wissen wollt. So, jetzt spielen wir aber mit Mods. Jetzt habe ich mir gedacht, was für Mods kann ich denn eigentlich nehmen? Ja, was ist denn so eigentlich ein gute Mods, ja? Und sollen halt wenige sein, dass man nicht so viel installieren muss. Dann habe ich mir gedacht, komm, ich nehme mir einfach mal erstmal die Morph Mod vor. Die Morph Mod ist eine schöne Mod. Hier oben kriegt ihr jetzt den Dateinamen eingespeichert, was für eine Version halt. Ich habe die Morph Beta 0.9.2.ja. Die könnt ihr euch von der iChan Seite herunterladen, den Mod. Ja, ich erkläre euch auch gleich nochmal, wie man Forge installiert. So, also das ist eigentlich so zur Morph-Mod, das braucht man halt. Und man braucht für die Morph-Mod, dass sie funktioniert, braucht man auch noch, jetzt blende ich das kurz auf. So, braucht man hier auch noch den iChan-Util oder Util minus 4.2.2.ja. Den kann man sich auch von der iChan-Seite herunterladen. Ja, so viel dazu. Also da steht halt auch die Version dabei. 4.2.2 steht da in dem Falle. Ich gehe mal kurz auf die Seite, dann blende ich euch das mal ganz kurz ein. Warte, ich gehe mal kurz hin, zeige euch das hier eben. Warte mal. Ich muss kurz gucken. So, das sollte eigentlich... Jojo, ja, hier habe ich sie. So, jetzt sind wir hier. Hier. Genau, so. Hier. Achtung, jetzt müsst ihr euch das gleich einblenden. Boah, warte. Es leckt gerade. Ey, die Seite lädt sich tausendmal neu. Gott, weil bei mir leckt es gerade. So, jetzt sind wir hier. Werde ich mal kurz hier das weg machen. Und jetzt hier hingehe. So, jetzt seht ihr, ja, erstmal, dass irgendwas hier durchläuft. So, jetzt seht ihr hier schon meine Maus wieder. Jetzt geht man hin und hat hier diese Version 4.2.2, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau, ist 4.2.2. Und dann seht ihr, wenn ihr hier draufklickt, also ich mache es jetzt nicht, weil ich mir schon gedownloadet habe. Seht ihr dann quasi so einen Download und ihr könnt euch das dann holen. Den Util. Geht dann hin, geht in euren Mods-Ordner, den ich jetzt hier nicht habe, und fügt den dann ein. So, jetzt ist es so, wenn ihr den einfügt, müsst ihr auch Forge haben und dazu komme ich jetzt gleich erst. Erst zeige ich euch mal, wie man die Mods hier bekommt. So, jetzt mache ich kurz wieder zack und zack. So, jetzt sind wir wieder hier. So, jetzt gehen wir mal hin und zeigen, ja, die Morph-Mod. Die muss ich jetzt auch noch mal kurz zeigen. Gehen wir wieder hin, machen wir schwarz. Gehen wieder hier hin. So, sind wir wieder hier. Jetzt gehen wir so ein bisschen... Ach, toll. Warte, stopp. Ich muss kurz schwarz machen, weil... Boah, mir leckt's gerade. Oh nein, falscher Mod. Nice. Erstmal... Ey... So, das ist halt für euch jetzt ein bisschen blöd, dass hier schwarz Bildschirm ist, aber ich kann es nicht ändern. Morph.
Auf. Na, hier. Ja, bei mir lädt es gerade. Ich mache mal die so. Ja, nice. Ich wurde erstmal vom Server geschmissen. Der mag mich nicht. Was bei mir die Internet-Connection so schlecht war. Warum ist bei mir gerade wieder die Internet-Verbindung? Ja, bei mir ist die Internetverbindung weg. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Also die Aufnahme läuft zwar noch weiter, aber ohne Internet nichts los. Jetzt geht wieder das Internet. Ah, jetzt lädt es auch wieder. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Timeout. Nochmal drauf. Hoffentlich. Jo. Geht wenigstens. So, jetzt sind wir wieder drauf. Jetzt gehen wir nochmal. Ich drücke immer auf den falschen Mod. Gibt's ja gar nicht, was ich hier mache. Das ist wieder hier, Herr Sofort Live. Ne? Wie ihr mich schon kennt, ne? Der Herr Sofort Live. Ah. Ich will einfach nur auf die Mod klicken. So, da sehen wir so. Also, Download. Gehen wir jetzt einfach mal hier drauf. Moment, wie nur Moment die. Mann, Mann, Mann. Okay, gerade. Sorry, dass es gerade ein bisschen leise ist und wahrscheinlich ein bisschen langweilig ist. Ich kann gerade nichts tun, weil bei mir hat sich aufgehängt. Nice, ich kann nichts machen. Nochmal. So, jetzt gehen wir nochmal hier drauf. Auf die Einschauen-Seite klicken, nochmal auf Mods. Und die Seite reloadet sich. Vielleicht schon wieder. So, Morph. Mal kurz gucken. Gehen wir wieder auf den lieben alten Download. Ah, ja. So, perfekt. So, jetzt mache ich es euch wieder an. So, jetzt seht ihr hier. Soweit so gut. Seht ihr jetzt hier. Diese Datei. Da. Ja, nice. Warte mal. Ist nicht euer Ernst. So, jetzt. Jetzt aber. Weiß muss ich nochmal. So. Es gibt doch gar nicht hier. Bei mir leckt. Also ich kann das euch jetzt nicht zeigen, auf jeden Fall, weil da gerade eben ein Download kann man das machen. So, jetzt mache ich es nochmal. Jetzt seht ihr hier, wir sind auf der Fortseite. Seht ihr hier, wo ich gerade mit meiner Maus bin, seht ihr hier diesen Download. So, dann klickt ihr hier in den auf den Installer. Jetzt muss ich kurz gucken, dass ich das hier ein bisschen gemanagt bekomme. So. So. Downloads-Ordner guckt. Moment, ich muss kurz gucken, wo ist die Datei? Hier haben wir sie. Ich glaube, das falsche Wort habe ich es gedownloadet. Bin mir gerade gar nicht sicher. So, okay, also. Wenn ihr jetzt hingeht, seht ihr diesen Screen hier. Ups. Und dann drückt ihr auf Install Client und dann auch OK. So. Dann steht hier Successfully Installed Client Profile Forge. So. Das habt ihr jetzt gesehen. Jetzt gehen wir wieder in die Game-Aufnahme. Und wenn ihr jetzt das Minecraft neu startet, dann, also, wie soll ich sagen, neu startet, ihr schließt das Minecraft, geht dann auf euer Profil, Edit Profile. Ich glaube, ich zeige das auch gleich mal. Einen Moment, dafür muss ich aber wirklich mal kurz schwarz machen. Machen das mal kurz so. Gut.
So, jetzt sehen wir es. Sehen wir es? Nope, wir sehen es nicht. Ha, so, jetzt. Na toll, ja. So. Man sieht es immer noch nicht. Toll. Dann zieh es einfach euch mal hier hinten rein. So. Moment. So. Seht ihr hier? Klickt ihr jetzt hier unten drauf auf Edit Profile. Klickt ihr jetzt hier auf Release 1.7.10 Forge. Klickt jetzt dann wieder auf Play und dann ist euer Forge installiert. Wie kriegt man jetzt die Mods da rein? So, das ist eine ganz gute Frage, die ihr euch auch stellen könnt. Das ist gar kein Problem. Dann geht jetzt einfach hin und geht nochmal hier, wo ihr euren Punkt Minecraft-Ordner habt, geht nochmal hier hin und seht dann hier Mods und seht dann hier diese vier Dateien, die ich hier schon drin habe. Und das war's dann auch von diesem Tutorial. Bis zum nächsten Tutorial. Haut noch rein. Ich zeige jetzt nochmal die IP an. Bis dahin, haut noch rein und tschüss. Ich freue mich auf euch mit eurem Community-Projekt. Peace.